Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Kukulkan. Warte mal hier. Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezcatlipoca handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Was ist das, die ewige Flamme? Eis. Montagebuch. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Ich schau noch ganz kurz rechts, bevor wir da links reingehen. Da liegt nämlich auch noch was. Da vorne liegt bestimmt auch noch irgendwas. Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Hi, Justin Wolf! Alter, liegt da noch was. Junge. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Freigeschaltet. So, was haben wir hier noch? Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der vier Sonnen vor ihm über das fünfte Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Ich muss gerade mal mein
Handy woanders hinlegen. Ich hoffe, ihr hattet keine Störgeräusche. Wenn ja, tut mir das echt leid. Ich muss die ganze Zeit mein Handy da liegen. Sorry, falls da was gemischt ist. Wenn nicht, dann ignoriere ich das, was ich gerade gesagt habe. Ja, es geht, du komischer Mann. Du gehst da runter. Ciao. Oh. Ja. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Oh, nee. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Ich mach gerade mal ein paar Pfeile, das könnte vielleicht nützlich sein. Okay. Na toll. Käfer. Geht's denn hier lang? Ah, ich sehe schon. Wir kommen da wahrscheinlich nicht weiter. Ne? Moin, Jungs. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Genau. Dann gehen wir halt hier lang. Ui, okay, und hier wieder. Begin Waltin Buya, Wabash the Tankabo. Heads Basho, Katukultik. Katukultik? Was für ein Dick? In Waletech, Jambash the Buya, Tupsi, Kabetin Lixik im Bau, Al Watu. Das hast du! Ich hasse dieses Drecksystem, Alter. Das ist so behindert!
Din Waltin Wuya Guabaste Tankabo. Hetz Basho Katukultik. Und dick, Alter. Der springt nach links. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Alles klar, Inzest. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Okay, mal gucken, wo wir jetzt sind. Ich sehe nichts. Oh. Oh nein, auf einen Moment. Ich speichere mal ganz kurz. Oh, da habe ich aber riesen müssen, du. Eieiei. Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Also, ich kann schon sehen. Hä? Jabadabadu! Schauen hier natürlich nochmal ganz kurz. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Durch. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Wissen kann er, dass ein unterirdischer Fluss tatsächlich auch Mauern bauen kann. Interessant. Das hat man jetzt gehört, oder? Das war mein Handy. Kleinen Moment. So. Sollen wir eben noch laut bestellen? So.
So. Dahin. So. Entschuldigung, ich hab's nur ganz kurz. Da oben ist eine Schnitzerei. Dass die noch nicht verfault ist bei der Nässe hier. Und Theresa nicht. Kletterscheiße nochmal. Boah, das ist nervig. Hä? Alter, ich hasse diese Technik. Das ist das sowas wie unausgereift und behindert. Das heißt, wir können nachher wieder tauchen. Gerade wieder mal die Kollegen. Ist gerade ein bisschen wichtig. Achso. Sag jetzt. Ich dachte, ich geht es verließen. Jetzt können wir den ganzen. Oh mein Gott. Wo sollen wir denn sonst lang? Muss ich mich verkackeiern, Alter? Über Tote spricht man nicht. So, wieder zurück. Ach, toll. Ja.
Naja. Wenigstens haben wir es mitgenommen. Ja, toll. Okay, was war das denn jetzt? Also müssen wir woanders lang. Wo müssen wir denn lang?